Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich leider mal wieder ein Flop-Produkte-Video für dich und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich teste mich ja immer wieder gerne durch meine Make-up-Sammlung durch und da, naja, kommen halt manche Produkte in mein Gesicht oder an meinen Körper, die mir leider nicht so gut gefallen wie andere Produkte. Und da der Platz in diesem Raum halt auch in gewisser Art und Weise limitiert ist, habe ich einen gewissen Durchlauf. Es ist natürlich kein Bash gegen irgendwelche Marken oder falls bei dir die Produkte wundervoll performen, ist das klasse und da möchte ich auch niemanden irgendwie von abbringen, das Produkt lieb zu haben oder irgendwas bashen oder so. Ich zeige einfach nur die Produkte, die bei mir nicht so funktioniert haben, sage euch auch, warum sie nicht funktioniert haben und ja, vielleicht ist es für euch dann auch so ein kleiner Helferlein, wie auch immer, ob die Produkte was für euch sein könnten, wenn ihr vielleicht den gleichen Hautton habt wie ich. Also ich habe eine sehr trockene Haut, sensible Haut, Sammy schläft schon wieder. Und ich bin halt relativ hell. Und dann starten wir hier mal mit dem Ausgemiste. Es ist total krass, es sind super viele Lidschattenpaletten wieder geflogen. Okay, also als allererstes habe ich aber etwas für die Haare und zwar ist es von Foamy, ein fester Conditioner für feines Haar. Das ist dieses Produkt. Das habe ich schon ein bisschen öfter verwendet und trocknet aber leider meine Haare aus. Ist ja auch ohne Silikone und sowas, ne? Aber meine Haare brauchen sowas halt. Ich habe davon die feste Gesichtsreinigung aufgebraucht, das für den Körper, ne? Die feste Duschgeschichte habe ich aufgebraucht. Das feste Shampoo habe ich in Anwendung und es gefällt mir. Hiervon gefällt mir übrigens auch der Duft. Sehr, sehr angenehm. Aber tatsächlich gefällt es mir nicht auf meinen Haaren. Also da brauche ich tatsächlich mehr Pflege und ich habe halt auch trockene Haare, ne? Und dementsprechend, ja, brauche ich da einfach ein bisschen mehr als das hier. Deswegen muss das leider gehen. Habe ich in der Kooperation mal zugeschickt bekommen und ja, fliegt jetzt. Dann habe ich auf meinem Gesicht auch aktuell ein paar Produkte, die ich jetzt direkt aussortieren möchte. Und zwar habe ich auf dieser Gesichtshälfte einen Primer und das ist der von Monio Skin Illuminating Primer mit Lichtschutzfaktor 15. Den hatte ich, glaube ich, auch schon mal und schon mal aussortiert. Und jetzt wird er halt nochmal aussortiert, weil ich ihm nochmal eine Chance gegeben habe. Weil er auch nochmal in einer Glossy Box Summer Bag oder so mit drin war. Ich finde den viel zu trocken und gerade in Kombination mit der Foundation, die auch gleich kommen wird, ist es gar nicht gut. Und deswegen muss der gehen. Der hat zwar nicht gekrümelt oder so, was er beim ersten Mal tatsächlich gemacht hat. Also das hat jetzt wirklich funktioniert. Der hat nicht gekrümelt, das war gut. Aber er hat mir nicht die Pflege gegeben, die meine Haut bräuchte von einem Primer. Also klar, ich verwende unten drunter ja auch immer meine reguläre Gesichtspflege. Aber der hier hat halt wirklich, nee, die Wüste Gobi ausgelöst. Und deswegen muss der leider gehen. Genau, dann habe ich eine Mascara aussortiert, die ich jetzt auch gerade auf den Wimpern trage. Die sieht geil aus, ne? Und ich kitzel tatsächlich auch mit meinen Wimpern gerade meine Augenbrauen. Das ist Wahnsinn, aber ich finde sie trocken auch wieder. Und es ist halt auch wiederum eine feste Mascara. Auch die Full Face Beauty Boxen habe ich nämlich gerade von Juli im Gesicht. Wird aussortiert, das ist die Ayeko Beach Waterproof Mascara und die ist mir einfach zu trocken, wie gesagt. Also ich habe sie in einer Schicht aufgetragen und ich mache das hier immer, dass ich eine Seite tusche, dann die nächste und dann mache ich hier die zweite Schicht drauf und da habe ich schon gemerkt, so, nicht so gut. Also ich mag es lieber, wenn ich Mascaren habe, die halt schön reingehen und auch irgendwie, weiß ich nicht, sich anders anfühlen und auch sich, weiß ich nicht, ne, keine Ahnung, die nicht meine Wimpern so austrocknen, weil ich verwende ja von Grande Lash das Wimpernserum, Claudis Welt 15, gibt dir 15% Rabatt auf Purist, ist ist ein Affiliate-Rabattcode. Das wollte ich noch dazu gesagt haben. Das heißt, ich verdiene daran auch eine kleine Provision, falls du ihn anwendest. So, egal, auf jeden Fall krasses Wimpernserum, hat meine Wimpern mega heftig gemacht. Aber wenn ich dann Mascaren verwende, die meine Wimpern austrocknen, dann wird das Abbrechen in irgendeiner Art und Weise begünstigt. Und hier fühlt sich das jetzt schon, ich habe sie nur ein einziges Mal verwendet, so trocken an. Das ist nicht gut. Das Bürstchen ist ganz schön, das ist so ein erdnussförmiges Kunsthaarbürstchen, ne? Was auch so ein bisschen eckig ist und so. Aber irgendwie
irgendwas hat die Mascara drin, die, was ich gerade ganz furchtbar finde und was mich einfach nicht glücklich macht. Und deswegen muss sie gehen, aber das ist auch nicht schlimm. Dann habe ich eine Foundation drauf. Die habe ich in einer anderen Farbe schon in meiner Sammlung und das ist mir jetzt leider ein bisschen zu dunkel. Man sieht es vielleicht auch in Relation zu meinem Hals und Dekolleté. Und eigentlich bin ich jetzt am maximalen Bräunungsgrad ever angelangt, denn der Sommer ist vorbei. Und bräuner, als ich jetzt bin, werde ich eigentlich nicht. Und das hier ist von Charlotte Tilbury, die Airbrush Flawless Foundation in der Farbe 3 Cool. Und ja, die ist mir einfach ein Müh zu dunkel, aber ich habe sie auch noch in einer anderen Farbe da. Hier muss ich aber auf jeden Fall immer einen super reichhaltigen Primer drunter verwenden. Was ich bei dieser Foundation ganz cool finde, ist, dass sie tatsächlich in verrückten Momenten, hier hatte ich tatsächlich eine sehr interessante rote Geschichte vorher, ne? Erdbeerwoche ist am Start, beziehungsweise hat sich heute quasi verabschiedet. Dann verwende ich gerne so super deckende Foundations, weil ich meine, ne, so aus der Ferne sieht man nicht, wie crusty ich mich fühle. Aber ne, ja, das lag halt dran, weil keine krassen Primer verwendet. Aber wenn ich halt super feuchtigkeitsspendende Primer unter dieser Foundation verwende, funktioniert das alles super bei mir. Die ist auch sehr haltbar. Aber ja, die ist halt jetzt einfach mal in der Farbe 3 ein bisschen zu dunkel für mich. Ne? Genau, kam aus meinem Trashy oder aus unserem Trashy mit den mega geilsten Mädels der Welt tatsächlich. Also Leute, ich liebe euch wirklich. Ich nie in live gesehen. Irgendwann sehen wir uns tatsächlich mal in live, aber wir wohnen so dermaßen verstreut durch Deutschland, dass es ganz schön schwierig werden wird, aber vielleicht mal auf der Glow oder so. Auf jeden Fall ist die zu dunkel. Die kommt jetzt wieder ins Trashy rein, wenn es das nächste Mal wieder bei mir ist und dann kann sich jemand anders drüber freuen. So, das waren jetzt die Produkte, zu denen ich mir nichts aufgeschrieben habe. Ich habe hier immer so ein Notizbuch, wo ich mir dann die Produkte aufschreibe und hier habe ich auch ganz oben drauf liegen die Flops. Und ja, dann sortieren wir mal hier meine Flops aus. Das hier ist jetzt ein bisschen verrückt, weil, ja, eigentlich gute Paletten, aber es gibt mittlerweile einfach bessere. Ich habe hier meine drei Zodiac-Paletten von Catrice vor allem, von BH Cosmetics. Die habe ich jetzt alle drei aussortiert. Es sind einfach riesen Oschi-Viecher. Ich habe mir aufgeschrieben, es gibt mittlerweile bessere Qualität in schöneren, nicht so verwirrenden Anordnungen und Verpackungen. Ist so. Damals waren sie halt echt das Nonplusultra, wenn man sie hatte. Es war halt ein Traum in Tüten. Das Problem ist, ja, wirklich die Anordnung, ne? Du hast ja super viel Platzverschwendung und könntest es eigentlich viel besser anders angeordnet haben. Den Highlighter in der Mitte, ja, habe ich ab und an mal verwendet, aber jetzt auch nicht super häufig. Das ist jetzt die ganz normale, klassische. Ansonsten finde ich sie auch tatsächlich für mich ein Stück weit, also die hier jetzt, ne, zu dunkel. Die ist mir einfach zu dunkel, weil die matten Töne, die wir hier in der Mitte haben, sind super dunkel. Und da kann man zwar schöne Looks mit schminken, aber halt vor allem dunkle Looks. Deswegen ist die hier auf jeden Fall schon mal safe für mich gewesen, dass sie aussortiert wird. Dann habe ich hier die Zodiac Love Signs. Die kam ja als nächstes raus. Die geht mehr in die schöne warme Richtung, ne? War auch eigentlich ganz nice. War auch ein bisschen heller unterwegs, aber halt immer noch irgendwie ein Stück weit zu dunkel in meinen Augen. Und wie gesagt, es gibt mittlerweile deutlich bessere Qualitäten in etwas platzsparenderen Anordnungen tatsächlich. Und ich habe ja auch von BH Cosmetics diese Winterpalette zum Beispiel vom letzten Jahr, die richtig geil ist. Die ist zwar auch genauso groß und so sperrig, aber die hat halt wirklich bis aufs kleinste Mühe den Platz ausgeschöpft. Und hier hast du so viel Platz dazwischen, das macht mich jedes Mal fertig, wenn ich reingucke. Und ja, die ist einfach jetzt auch aussortiert. Diese Kombination fand ich richtig toll. Das ist die Capricorn-Geschichte mit dem Türkis. Ne? Ist wunderschön. Aber allein dafür muss ich die jetzt nicht unbedingt behalten. Und dann habe ich hier noch, die ist eigentlich... Das ist mir schwer gefallen, aber ich habe mir gedacht, komm, ne, also hau raus. Die Crystal, da habe ich auch mal ein ganz tolles Video zu gedreht, als ich relativ am Anfang von YouTube stand und ich glaube letztes oder vorletztes Jahr und ich war echt froh und ich fand die super geil. Die ist auch ein bisschen heller als die anderen beiden, aber halt immer noch so blöd angeordnet, ja. Schade eigentlich, ne? Die haben jeweils 25 Euro gekostet. Du hast eine schöne Qualität bekommen für einen angenehmen und netten Preis. Also das war echt ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Aber ich habe tatsächlich jetzt mittlerweile viel, viel bessere Paletten, auch von BH Cosmetics, die ich einfach viel lieber verwende. Die standen jetzt einfach nur rum und wurden einfach nicht verwendet. Ich wurde auch tatsächlich immer mal wieder gefragt, ob ich in diesen Aussortiert-Videos nicht vielleicht mal eine Verlosung machen kann oder so. Finde ich bei benutzten Produkten manchmal ein bisschen schwierig. Habe ich schon das ein oder andere Mal gemacht.
mache ich nicht so gerne. Also die Produkte, die ich jetzt hier euch zeige, die gehen auch in Trash-Pakete, in Wanderpakete, in Tauschpakete. Freunde, Familie und so weiter können sich an meiner Krabbelkiste immer bedienen. Aber ich bin kein Fan davon, eigentlich benutzte Produkte zu verlosen. Finde ich ein bisschen schwierig, aber ich habe hier eine Palette drin, wo ich drüber nachdenke, sie zu verlosen, weil sie halt noch neu ist. Und zwar ist das die Konnichiwa Tokyo Palette von Essence. Das ist diese hier. Und ich würde einfach mal vorschlagen, ich mache eine Verlosung in diesem Video und diese Verlosung heißt, ich verlose auf jeden Fall diese Palette, weil sie neu ist. Und dann werde ich mit derjenigen, die gewinnt, am besten auf Instagram, das wäre wirklich am besten, schreiben, weil da kann ich halt super easy peasy Fotos schicken. Ansonsten muss ich mir was überlegen, wie ich das anders gestalte, wenn jemand gewinnt, die kein Instagram hat. Aber wir schauen einfach mal. Genau. Und dann ist quasi das der Einstieg und dann würde ich Fotos aus der Krabbelkiste schicken. Und dann kann sich diejenige aussuchen, was immer sie möchte und sich komplett austoben. Ich weiß nämlich nicht, was sich zum Zeitpunkt der Videoveröffentlichung in dem Moment in meiner Krabbelkiste befindet. Die hat einen echt krassen Durchlauf. Auf, ne? Also ich drehe dieses Video zum Beispiel am 19. August. Das ist meistens mit einer ziemlich langen Vorlaufzeit, weil ich ja einfach die Sachen von meinem Schrank weg haben möchte und in meine Krabbelkiste packen möchte. Auf jeden Fall. Die Konnichiwa Tokyo Palette habe ich zusammen mit fast allen City Paletten von Essence jetzt aussortiert. Nur die Hallo Berlin Palette ist bei mir geblieben, tatsächlich aus nostalgischen Gründen. Die haben eine richtig gute Qualität. Bei der hier weiß ich es nicht, weil ich die nicht ausgetestet habe. Ich habe sie immer wieder in der Hand gehabt und dann wieder zur Seite gelegt. Und das macht irgendwie keinen Sinn. Ne? Wie gesagt, die ist jetzt neu und kommt auf jeden Fall in die Verlosung. Falls jemand gewinnt, die sagt, nee, ich möchte gar nicht so gerne in deiner Sammlung von benutzten Sachen rumwühlen, ist das okay. Dann würde ich einfach die Palette und dann noch so ein paar Überraschungen halt mit dazu packen, um ein Paket zu schnüren. Ne? Genau, also alle Teilnahmebedingungen stehen einfach unten in der Infobox. Da kannst du gerne vorbeischauen. Und ja, dann machen wir weiter. Die nächste Palette, die ich aussortiert habe, ist von Essence aus der City-Palettenreihe, die Aloha Honolulu Eyeshadow-Palette, die ich auch echt cool fand. Die ist so richtig schön bunt, aber ich habe mittlerweile so tolle bunte Paletten, ne? Der Wahnsinn. Da habe ich auch einen schönen Look mitgeschminkt, glaube ich. Soweit ich mich erinnern kann, war der Look ganz schön. Ja. Ist eigentlich ganz nice. Aber ich habe, wie gesagt, einfach mittlerweile ein bisschen bessere. Dann habe ich ja auch noch die G'day Sydney Palette aussortiert. Die habe ich, glaube ich, selber sogar im Trash bekommen. Glaube ich. Also kommt mir irgendwie, weiß ich nicht. Ich habe die auch nicht so häufig verwendet. Ne? Die hat eher so gedecktere Töne, aber gleichzeitig auch mit diesem Grün und diesem bläulich schimmernden Ton und dem Petrol. So ein bisschen Pop of Color, ne? Schon. Ansonsten ist sie eher neutral gehalten und gerade mit der ersten Reihe kann man damit schöne Alltagslooks definitiv schminken. Wobei auch das, was ich jetzt auf den Augen habe, ist für mich schon so ein Stück weit Alltagslook. Also damit würde ich easy peasy Sonnenschein alles Mögliche machen. Ne? Also einkaufen, arbeiten, wenn ich morgens Zeit hätte, das zu schminken. Läuft so. Dann habe ich hier einen Quad und zwar von Sophia und Mabel. Das ist okay, aber nicht so überragend, dass es einen Platz in meiner Sammlung verdient hätte, habe ich mir aufgeschrieben. Das habe ich auch in einem Full-Face Beauty-Boxen verwendet. Das ist die Aphrodite-Palette. Ist per se schön, also auch schöne Alltagstöne mit dabei. Ja, aber da habe ich wirklich schönere Paletten, die einfach mehr einen Platz verdient haben. So. Ja, dann habe ich hier eine Mascara aussortiert und zwar ist das die Too Faced Better Than Sex und das ist die in Waterproof. Ich habe die Better Than Sex in Normal auch noch da, die ich sehr, sehr gerne mag, aber in Waterproof verwende ich nicht so gerne Mascaren, weil mir dadurch halt, wie eben ja schon erwähnt, einfach die Wimpern zu trocken werden und ich einfach Angst habe, dass sie dadurch geschädigt werden. Mega geile Verpackung, mega hochwertiges Produkt, definitiv hat auch dieses klassische erdnussförmige Kunsthaarbürstchen. Also richtig toll, ne? Ich weiß, wer auch immer diese Mascara bekommt, wahrscheinlich eher so aus meinem Familien- und Freundeskreis, weil man kennt sich und so, ne? So die Augenpartie und die Mundpartie sind immer sehr intime Regionen, finde ich. Aber gut, die bekommt auf jeden Fall eine Freundin von mir, da wird sie sich sicherlich drüber freuen, so eine über 20 Euro Mascara von mir geschenkt zu kriegen. Und ja, ne? Ist halt schön. Aber wasserfest und das mag ich nicht. Dann habe ich hier einen Bronzer und zwar von Trended Up, den Blooming Summer Face Bronzer. Der ist mir zu glitzernd und er ist mir zu warm. Das sind so zwei Dinge, die dieser Bronzer vereint, was ich nicht so gerne mag. Der hat ja so an der Oberfläche halt diese Glitzerschicht. Und wenn man halt tiefer mit dem Pinsel reingeht, kommt man an das Produkt an sich ran. Aber der ist mir tatsächlich zu pudrig, zu... ne? Und zu warm. Halt, definitiv. Hier ist ja auch Summer Edition, Blooming Summer. Letztes Jahr kam die, glaube ich, raus. Genau, habe ich auch einfach aufgeschrieben, zu glitzernd, ne? Und zu warm.
Dann habe ich auch einen, der mir zu glitzernd und zu warm ist, von Physicians Formula, der Bronze Booster. Das ist eigentlich eher so ein Bronzer Topper, aber der ist halt schon sehr extrem. Ich habe ja den Hoola Glow, den ich auch gerne mag und auch gerne verwende. Ich habe heute zum Beispiel auch eine Bella Pierre Contour and Highlight Palette drauf, wo ich den dunkelsten Highlighter-Ton als Bronzer Topper genommen habe und das hat mir ganz gut gefallen. Es gibt noch eine schöne Lebendigkeit ins Gesicht. Der hier ist mir einfach zu hardcore, ne? Also, weiß ich nicht. Ich habe den auch ein paar Mal verwendet und gefühlt glitzert der einfach bis immer, weiß ich nicht. Also in der Mitte sieht man ein bisschen, ist was abgetragen von der Ultra-Glitzerschicht außen drum zu. Aber das ist halt wirklich nicht meins und der ist halt nicht mit diesem soften Schimmer, sondern ist halt wirklich Glitzer. Der sieht wunderschön aus. Definitiv dekorative Kosmetik schreit ganz laut, hallo, hier bin ich. Aber es ist einfach für mich zu hardcore. Ne, also auf den Körper kann ich mir das schön vorstellen. Ich bin aber kein Freund davon, meinen Körper mitzuschminken. Mein Gesicht reicht mir eigentlich. Deswegen. Dann habe ich hier einen Bronzer, den ich aussortiere, weil ich ihn in einer anderen Farbe schon habe. Und da passt es mir halt perfekt. Und ich brauche den halt nicht zweimal von Rival Loves Me. Der Tropical Bronzer. Hier ist die Farbe 02 Honolulu. Und die Farbe 01 habe ich ganz normal und regulär gerne in meiner Sammlung. Da ist auch ein Pinsel hier noch mit dabei. Der ist mir einfach wirklich ein Stück weit zu dunkel und ich hatte mir damals, als die Marke neu rauskam, beide gekauft, einfach um zu gucken, welcher mir halt besser gefällt und es war dann auch die 01 und die 02, darf jetzt gehen. Ist aber auch nicht schlimm, finde ich, ne? Bald ja auch den anderen. Und der ist halt sehr klobig, da kannst du nicht mal eben so sagen, ach komm, wälze beide, ne? Weil irgendwann ist der Platz vorbei. Dann habe ich hier einen Nagellack und zwar von Essence, aus der Shine Last and Go Reihe, das war glaube ich auch aus einer LE, oder? Wild White Ways, die Nummer 33 habe ich jetzt aussortiert, der ist mir einfach zu zäh, den mag ich überhaupt nicht gerne auf meinen Nägeln haben, sehr sehr schwer den bei meinen runden Nägeln aufzutragen, also ein schönes Weiß, ne? Wer weiße Nägel mag und halt nicht so verrückte Nägel hat wie ich, wird sich darüber auf jeden Fall freuen, ja, und der ist mir einfach zu zäh, zu dickflüssig, zu pastig. Ich kriege den nicht gut verteilt. Das ist einfach nicht so meins. Deswegen habe ich den jetzt hier aussortiert. Dann habe ich hier, Lea, es tut mir von Herzen leid, falls du das Video siehst. Ich habe ja eine relativ vollständige Sammlung von der Anastasia Beverly Hills Lidschattenpalettenreihe. Und da hatte mir Lea im Trash-Paket mal die Subculture Palette zukommen lassen und hatte mich auch darum gebeten, dass ich der Palette ein schönes Zuhause gebe. Ich habe gesagt, ja, mache ich. Ich habe sie jetzt aber echt versucht zu lieben, aber wir sind echt keine Freunde geworden und eigentlich möchte ich nicht meine Palettensammlung auseinanderreißen, gerade die Anastasia Beverly Hills Paletten, weil das irgendwie schon so eine schöne Sammelgeschichte ist, ne? Die muss jetzt aber wirklich gehen, weil ich eigentlich damit keinen schönen Look hinbekomme. Ja, Lea hatte sie ja schon im Vorfeld sehr gut verwendet und ja, auch bei mir, ne, hat sie einfach nicht mehr glücklich sein wollen. Ich finde sie zu schmutzig auf dem Auge. Der Ton Electric, also dieses Schimmergrün, ich weiß nicht, was damit los ist. Es funktioniert nicht. Auch Cube, ne, diese Töne, die sind einfach nicht so buttrig, wie sie sein sollten. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich da einen Hardpan oder sowas drin habe. Ich weiß es wirklich nicht. Weil wenn ich hier in den Ton reingehe, ich muss richtig wühlen und ich kriege ungefähr nichts auf den Finger. Also wirklich, für den Ton, ne, wie ich das bei anderen gesehen habe, ich weiß nicht, ob das ein Montagspaletten-Ding ist oder so. Hier mal swatchen. Das ist, ne, leider viel zu wenig. Viel zu wenig und deswegen muss die Palette gehen. Die fühlt sich nicht wohl bei mir und deswegen muss sie gehen. Traurig, ne? Ich finde es wirklich traurig. Ja, und es tut mir leid, Lea. Wirklich. Ich habe es nicht geschafft. Aber vielleicht kann ich jemand anderen damit glücklich machen. Das müssen wir mal schauen. Also, ich werde sie nicht irgendwie in den Müll schmeißen. Dann habe ich hier eine Foundation und zwar ist das von Physicians Formula. Die Organic Wear Silk Foundation habe ich hier in der Farbe, ja, das ist 001, weiß ich nicht, steht hier auf jeden Fall, nee, 02 Fair to Light, das ist diese hier, das ist eine ganz, ganz flüssige Foundation, die ja auch in so einem Pipettenviel kommt, ne, und da habe ich mir so aufgeschrieben, dass sie sich einfach wegblendet und so ist es auch, ich habe sie auf dem Gesicht getragen und sie blendet sich weg, ich mache sie drauf, ich trage sie mit dem Pinsel auf, die blendet sich mit dem Pinsel weg, ich trage sie mit dem Schwämmchen auf, weg, ich trage sie mit den Fingern auf, weg. Also die hat eine ganz, ganz minimale Deckkraft. Ich mag gerne Foundations, die eine leichte Deckkraft oder eine mittlere Deckkraft haben, wenn ich halt eine okaye Haut habe. Aber
das ist einfach nichts, ne? Also, nee, also nur so für so ein Mühe gebe ich mir nicht die Mühe, das Ganze dann so schön einzublenden. Dann habe ich hier ein Puder, was ich lange verwendet und jetzt aussortiert habe. Catrice Caviar Gouache Limited Edition. Das ist dieses Puder hier. Das hatte auch mal ein Pressing drin. Das ist nicht mehr so ganz vorhanden. Und das ist mir einfach viel zu hart. Also da kriege ich nicht wirklich was auf dem Pinsel. Ich kriege mein Gesicht damit nicht abgepudert. Und man sieht es, glaube ich, auch, ne, wie hart das Puder ist. Und wenn ich da so mit dem Finger reingehe, kriege ich das auf den Finger. Das ist echt nicht viel, ne? Es ist schon hardcore und ja, bis ich da mein Gesicht mit abgepudert habe, dauert es Ewigkeiten und deswegen darf das jetzt einfach mal gehen. Habe ich auch aufgeschrieben, es ist einfach zu hart. Dann habe ich hier ein Produkt ausgemistet, aussortiert. Und zwar ist das hier von Ne Make-up. Das habe ich von Dalton mal zugeschickt bekommen, als ich ein Fullface Ne geschminkt habe. Ich finde, die haben sehr, sehr schöne Produkte. Und auch dieser Highlighter hier ist wirklich schön. Ist in der Farbe Mr. Strobe. Das Problem bei diesem Highlighter ist, dass er mir einfach zu dunkel ist. Der ist mir zu gold. Und deswegen sieht man den halt so richtig heftig in meinem Gesicht. Und das ist mir zu dunkel. Das mag ich nicht, das gefällt mir nicht, deswegen muss der gehen und jemand anders wird damit glücklich werden, weil das eigentlich ein ganz, ganz toller Highlighter ist. Man sollte aber einen etwas dunkleren Teint haben als ich, weil so ist der einfach zu dunkel, man sieht es wahrscheinlich auch einfach, ne? Ja, also ich persönlich sollte eher champagnerfarbene Highlighter tragen oder, ja, ne? Da ist er. Man sieht ihn halt auf der Haut und das ist eben das Ding, er ist zu dunkel, definitiv. So, dann geht es jetzt nochmal weiter mit einem Nagellack und zwar habe ich hier von Essie den Satin Slippers. Das ist so einer aus dieser eckigen, geswirlten Reihe, ne? Und das Problem bei dem hier ist einfach, dass der streifig wird und nicht richtig ordentlich schön trocknet, was bei meinen Nägeln halt öfters passiert. So, dann habe ich hier noch einen Blush, den ich eigentlich mega gefeiert habe, als ich den im Sale ergattert habe. Ja, jetzt feiere ich ihn halt nicht mehr, weil er mir einfach zu exzessiv ist. Das ist von Pretty Vulgar in der Farbe Make Them Blush 16 Shameless Flirt. Dieser hier, man sieht es direkt, ne? Der ist einfach zu dunkel. Ja, zu heftig und zu dunkel. Der ist krass pigmentiert, richtig krass pigmentiert, aber der ist mir zu dunkel. Ich wollte es hinkriegen, ich habe ihn mit einem Stippling Brush ganz vorsichtig aufgetragen und trotzdem, boom, nein, leider nein, leider muss der gehen. Schade, ne? Ich finde es auch schade. Dann habe ich hier die nächste Seite, denn ich kann jetzt umblättern, von Urban Decay die Palette Distortion und auch die habe ich im Douglas Sale mir mal ergattert und da habe ich mir aufgeschrieben, dass ich die einfach zu langweilig finde. Also von außen ist sie nicht langweilig, von außen ist sie richtig fancy, ne? Finde ich richtig schön. Aber wenn ich sie aufmache und reingucke, denke ich mir, nein. Oder? Guckt euch das mal an. Ist langweilig, ne? Nee. Die ist wirklich jetzt so grau, langweilig, blau. Auch zu langweilig ist mir die Tarte Tartelette, weil die komplett matt ist. Ja. Da hatte mir Marion, als sie mir die im Trash angeboten und zugeschickt hatte, auch gesagt, na, ob du die wirklich magst, weil die ist ja schon sehr, sehr matt. Ja, ist sie auch. Sie ist wirklich super langweilig. Ich habe versucht, die zu verwenden und dann mit einem Highlighter einfach zu toppen oder so. Nee, die ist mir zu langweilig. Leider. Dann habe ich ja auch eine von Smashbox aussortiert. Die steht mir einfach nicht. Das ist die Covershot Nova Eye Palette. Ich meine, dass ich die mal in einem Adventskalender drin hatte. Ich glaube von Sephora oder so, weiß ich nicht. Ja, die steht mir einfach nicht, obwohl mir persönlich eigentlich so lila Töne stehen. Also der Ton steht mir, die anderen sind einfach zu dunkel. Das sieht einfach aus, als hätte ich irgendwie meinen Kopf in unseren Gott sei Dank nicht mehr vorhandenen Kohlekeller gesteckt. Deswegen muss die auch gehen. Dann habe ich eine, die eigentlich schön ist, aber irgendwie nicht so besonders mehr ist, weil sie irgendwie zu dezent ist, von BH Cosmetics, die Digital Future Palette. Von außen sieht die auch geil aus, ne? Da habe ich auch, kann ich mich noch dran erinnern, mich für eine Party mitgeschminkt und das fand ich auch total fancy. Aber mittlerweile ist die halt nicht mehr so fancy. Die ist halt auch wieder sehr, ja, nicht neutral, aber für meine Verhältnisse ist die wirklich sehr langweilig und zurückhaltend, ne? Ich kann hier super easy peasy ganz viele Alltagslooks mitschminken. Aber das war es halt auch. Und da habe ich lieber Paletten, wo ich beides mit schminken kann, sowohl Alltagslooks als auch halt, ja, ne, Weggehlooks oder
fancy Looks, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass wirklich die Mattentöne, die ganzen Mattentöne hier, relativ öde sind. Und ja, die Glitzertöne sind eigentlich schön, aber auch nicht so ultra besonders. Da habe ich andere Paletten, wo einfach mehr die Party abgeht. Dann habe ich hier eine, die wieder zu dunkel ist und mir auch nicht steht. Das ist von BH Cosmetics, die Golden Twilight Palette. Das ist die hier. Da sieht man es eigentlich schon direkt an der Verpackung, ne? Und was macht Claudia? Die denkt, die wird ihr stehen. Das tut sie aber nicht. Schöne Töne, um halt so einen klassischen goldenen Look zu schminken. Definitiv. Auch dieses Grün hier unten gefällt mir ganz gut. Ne? Das ist auch die Qualität ist super. Ne? Kann man sich überhaupt nicht beschweren. Aber auch hier haben wir eher wieder dunklere Töne, mehr so ins Gräuliche. Das steht mir leider nicht. Also ich bin halt wirklich eine, die mehr so bunte Sachen, weil ich bin ja vom Hautton her eher kühl-neutral. Und wenn ich dann noch so eine kühl-neutrale Palette nehme, dann ist es halt öde, ne? Und ich will nicht öde. Jetzt kommen wir von öde zu schnöde. BH Cosmetics Trendy in Tokyo. Die ist mir einfach qualitativ nicht mehr so gut. Da habe ich andere, die von der Qualität einfach her besser sind. Ich hatte die bei einem Mädelsabend auch mal wieder ausgepackt und drauf gemacht und habe Ewigkeiten an meinem Look rumgefusselt und mich so darüber aufgeregt, dass es so schwer war, da einen schönen Look mit zu schminken. Und ich habe andere Paletten, die halt ähnliche Aufbauten haben, aber schöner sind. Ja, die ist schon krass, ne? Also geil ist die definitiv. Und meine Mädels haben auch gesagt, dass der Look ganz geil ausgesehen hat. Da hatte ich so einen Look geschminkt, wo ich das Wasabi genommen habe, dieses Limettengrün mit dem Tempura, dieses Vanillegelb, Karaoke mit diesem Sonnengelb und Trendsetter habe ich auch genommen. Das ist dieser Orangeton. Das war schon eigentlich ganz cool, aber sie war halt auch irgendwie dann doch nicht mehr so cool. Also ich habe andere Paletten, womit ich das deutlich besser hinbekomme und deswegen wird die jetzt weitergehen, fliegen. Eine Palette, da habe ich beide von aus der Kollektion und habe mich dann gegen diese hier entschieden. Von Alterra Natur Cosmetics, die Ice Never Lie Vivid Nature Eyeshadow Palette. Ich habe die rosane, die ich richtig gerne mag, aber die hier ist mir auch wiederum zu dunkel und zu langweilig. Huch, ja, so schaut die aus. Kann man sich vorstellen. Ne? Die rosafarbene, also von außen rosafarbene, ist deutlich spektakulärer. Man kriegt damit okaye Looks hin, also das ist jetzt nicht so wawawum. Aber ich war erstaunt von der Qualität, muss ich sagen. Und fand sie eigentlich ganz gut, aber das war jetzt halt eher mau. Dann habe ich hier noch eine weitere Lidschattenpalette und zwar von Catrice, die Sunshine Heat Me Up Lidschattenpalette. Das ist ja auch aus einer Schwestern Limited Edition entstanden. Da habe ich gleich auch noch ein anderes Produkt draus. Neutral Tones steht hier schon drauf und ist halt wirklich eine komplett neutrale Palette. Finde ich öde. Habe ich in anderen Paletten tatsächlich auch drin, solche Töne. Und dann, nee, greife da halt nicht zu, wenn ich einfach denke, ne? Deswegen muss die auch gehen. Dann habe ich von Got2B den Bronze Babe Bronzer. Das ist dieser hier. Der ist mir zu dunkel und der ist mir auch zu fleckig auf dem Gesicht geworden. Und deswegen hat er einfach das Fullface Got2B nicht überlebt. Aber das ist das einzige Produkt, was ich da aussortiert hatte, was natürlich krass ist. Dann habe ich hier noch zwei Produkte. Und zwar einmal von Essence Shine Like a Sea Star aus der gleichen Limited Edition, wie auch eben die Lidschattenpalette, Highlighting and Bronzing Palette. Da hat tatsächlich jetzt gerade Catrice eine Face-Palette rausgebracht in der, wie hieß die Reihe? Catrice Bronze Away 2, genau, Edition. Und die finde ich besser. Und hier habe ich dann die drei Highlighter und einen Bronzer mit dabei. Und die aus der Catrice Ally hat mir einfach besser gefallen. Habe ich gegeneinander in meinem Gesicht so ein bisschen auch mal rumgespielt und getestet. Und die hat einfach verloren. Ja, und da die halt beide sehr, sehr ähnlich sind, habe ich dann lieber die von Catrice behalten. Last but not least habe ich hier eine Lidschattenpalette von Bang Beauty. Auch die war in einer Box. Und ja, die ist halt auch wieder relativ neutral. Schön ist sie, aber öde halt, ne? Kriegt man super nicht auf. Hat einen schönen Spiegel mit dabei. Auch das sind neutral bis warme Töne. Ist okay, aber halt öde. Also da habe ich andere, mit denen ich einfach besser kann, ne? Ja, das war's. Ne? Denkt an die Verlosung. Alles, was ihr dafür tun müsst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schaut gerne einfach mal vorbei. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen aussortiert und platt gemacht Videos. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen.
Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.